arriving at Chateau Gia. Prepare for battle. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Aufnahme von Overwatch und dieses Mal Free for All FFA im Chateau Guya Deathmatch. Derjenige, der als erstes 20 Kills erreicht, gewinnt. Das ist jetzt mein vierter Spiel. Gestern habe ich 3 gespielt. One shot, one kill. My gift to you. Ah. Taken the lead. Gestern habe ich gar nicht ganz gut gespielt, war immer irgendwo so zwischen Vierter bis einmal war ich Zweiter. La veuve tisse sa toile. Einmal war. Aye. Taken the lead. Zwischen Vierter und Zweiter. Much better. Ah, shit. Jetzt bin ich auch gestorben. Ah, aber es macht Spaß. Ich habe mich vorher nie getraut, weil ich dachte, ich bin so schlecht. Aber so scheiße bin ich gar nicht tatsächlich. Hab ich festgestellt. Oh, shit, ich kann nicht treffen. Und es macht echt Spaß und es ist eine super geile Möglichkeit, sich einzuspielen oder Aiming zu üben. Ich probiere auch gerade. No one can hide from my sight. Weil, und? Shit. Es hätte auch ein Headshot sein können. Warum? Warum denn? Ja. Eigentlich hier draußen ist so mein Metier. Nice. Hello there. Sono tedo ka. Rien ne peut plus m'arrêter. I needed that. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich kann gar nicht reden, weil das so spannend ist gerade. Alter. Ah, shit. Krieg ich nicht mehr. Rendez-vous avec la mort. Ah, shit. Ja, gegen die. Auf dem Boden ist scheiße für mich. Ich muss High Ground, also ich muss wirklich hier oben bleiben. Ich habe auch ein anderes Crosshair, aber ich werde den Punkt wieder. Ich werde den Punkt wieder benutzen. Für Soldier geht das ganz gut, dieses Crosshair, diesen Kreis. Oh, shit. Ah, auf dem Boden absolut keine Chance. So ein Mist. No one can hide from my sight. Trifft ihn nicht. Sind beide runtergesprungen. Oh, sieht auch ganz gut. Aber, oh, Mist. Shit. Schade. Locked and loaded. Mist.
Oh, schon wieder. Okay, gegen die, da muss ich dann doch anders ein bisschen weiter in den Dienst bleiben. Enemy needs 5 kills to win. Sad dick. Nesma, you overstayed your welcome. Ich hör den da. Ich hatte gestern. Hier war. Schon wieder. Ah, zum Glück. One after another. Wie heißt der denn? Der immer zuschlägt. Doomfist. Und der hat alle abgemacht. Da bin ich Zweiter geworden, aber er hat 20 gehabt und ich hatte 10 Abschüsse. No one can hide from my sight. The enemies of Talon will be eliminated. Taken the lead. Ich muss mich so dermaßen konzentrieren, ich kann euch gar nichts erzählen, ja? Attention, tu mets les pieds. Girl de Mahol. It's Hanu. Meteor strike. Nein, von hinten. Fuck. Jetzt krieg ich keinen, ich muss wieder. Ah, verdammt. Enemy needs 2 kills. Honki wo misete mi ga. I needed that. Ich sehe nicht, ich sehe dich. Verdammte Scheiße. Ah, shit. Jetzt wissen wir es. My gift to you. Enemy needs 1 kill. Ah, fuck. Top 2 finish. Schade. Schade. Ah, aber es waren ein paar gute Spiele, ein paar gute Schüsse dabei. Ah, das macht echt Spaß. Am liebsten spiele ich mit Widowmaker. Ich habe noch gar keinen. Und dann doch, ich habe noch McCree gespielt. McCree habe ich gespielt. Ah. So, ich gucke erstmal ganz kurz, was in der Lootbox. Ich bin ganz. Oh, meine Hände schwitzen. Das macht wohl Spaß, eigentlich. Ah. Und ich habe mich voll nie getraut, weil. Das ist bestimmt voll schwierig. Du kackst da voll ab. Ah, und dann gestern das erste Spiel 17 Abschüsse gehabt. Wie viel hatte ich jetzt? Ich weiß es, muss ich mal gucken. Auch so um die 17, glaube ich, ne? War gut. Komm, wir gucken uns mal das Highlight an. One after another. Ah, das war andere mit den 2 oder 3 Kopfschüssen hintereinander, das war besser. Fand ich. Aber war cool. Speichern tue ich es mir nicht, weil so cool war es nicht. Wir können uns das Ganze mal angucken. Das sind gerade 10 Minuten gewesen. Entweder wir machen es noch anders oder ich zeige euch mal. Ich möchte mal ein bisschen angeben. Ja, hier, Sneaky McCree, gestern. Mit Benny und Reva.
Ne, erstes Spiel. Sneaky McCree, ne? Von hinten auf den Punkt. Lalala, alle sind vorne beschäftigt. Bababababam. Ja, dann bin ich aber gestorben, aber den Punkt konnten sie trotzdem einnehmen. War cool. War geil. Und ganz besonders stolz bin ich auf den hier. Das ist mit meinem zweiten Account, mit dem ich eigentlich DDs übe. Ja, der hat mich dann getötet, aber das fand ich ziemlich... Vor allem das um die Ecke springen und einen Headshot, das fand ich ziemlich cool. Was war denn noch gut? Steven Mac tot, da töte ich den Roadhog, indem ich den Mac rufe. Das war ganz cool, da habe ich die Ult aufgesaugt, das ist nicht so... Ich glaube, der war noch ganz cool, da habe ich 4 oder 5 getroffen mit dem Hammer. Mit meinem Hammer, aber ich weiß gar nicht, was die hier sind alles. Winston? Die müssen noch von gestern sein. Ja, wie viel habe ich jetzt noch? 12 Minuten, komm, einen machen wir noch, komm. Das macht euch Bock. Hanzo, da werde ich voll abkacken. Als Hanzo werde ich voll abkacken. Komm, wir nehmen einfach Hanzo. Ich werde da voll abkacken, aber das macht nichts. Ich möchte das ausprobieren. Mit zur Not können wir den Elden wechseln. Ich habe bisher immer nur Willow Mecha gespielt und einmal McCree. One. Fight. With every death comes honor. With honor, redemption. Shit. Von zwei Seiten kann ich nicht angreifen. I must reclaim my honor. Marked. Scheiße, so ein typisches Hanse-Battle. So, keiner trifft. A minor setback. So ein Mist. See through the dragon's eyes. Hanzo muss ich noch auf jeden Fall noch üben. Ich hab ihn doch hier gerade gehört. Was? You're nice. Alter Schwede. I must reclaim my honor. See through the dragon's eyes. Enemy needs 15 kills to win. The storm breaks. I am healed. You know what I think you will do? My arrow finds its mark. Unleash the storm. Yuga Wagateki Okuro. Shit. Better. Na. Verdammt. I've got you in my sights. Again. See through the dragon's eyes. Uncouth. See that which is unseen. Wir müssen den Skater jetzt hier. Um echt zu sein. Ah, fick. Fick, fick. Shit, meine ich. Nicht fick. I will not be defeated so easily. Do you
Ah, shit. Ich hab's ja nicht gesehen, ich... Ja, das ist, also manchmal weiß ich nicht, wie ich da treffe, aber es funktioniert irgendwie. Start over at the beginning. Das Glück ist mit den Dummen, vermute ich einfach. Enemy needs 5 kills to win. See that which is unseen. Ryuga Wagateki wo kuro! Die! Alter, dass der da. Ach so ein Shit. Da hab ich nicht auf den Killfeed geachtet. Again. Ah, verdammt. Aber es ist gar nicht so schlecht. Also für einen Hanzo finde ich persönlich, also dafür, dass ich Hanzo eigentlich super schlecht bin. Enemy needs 1 kill. I cast this orb. I will draw the strength from your body. Justice rains from above. Verdammt. Top 2 finish. Okay. Of the game. Okay. Geil. Ich guck nochmal in der Lootbox. Das macht echt Bock. Muss ich sagen. Es ist eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt doch mal ausprobiert habe. So, gucken wir nochmal das Highlight an. Da müsste doch dabei sein, da. Ich muss erst warm werden, aber so geht das eigentlich ganz gut. Ja, genau, das war gut. Von 0 auf 3 gleich. Ja, nice. Jetzt guck ich mal, ich weiß gar nicht, was die hier sind. Die müssen noch von gestern sein. Und ich habe mich heute noch nicht weiter gespielt. Ich habe heute nur Aim-Training gemacht. Ich habe mir von einem Overwatch League-Player so ein Video angeguckt. Der erklärt, wie man Aim trainiert. Hat der jemanden getroffen überhaupt? 2. Naja, gut. Okay. Ja, nichts Besonderes. Nehmen wir mal weg. Winston. Was könnte ich denn da gemacht haben? Eigentlich. Eigentlich dürfte es nichts Besonderes sein. Nee, nichts Besonderes. So, gehen wir mal den auch weg. Soldier. Ich möchte mir noch die Crouch-Taste, die möchte ich mir noch umlegen, weil die Crouch-Taste ist im Moment auf Steuerung und das ist furchtbar schwer, da ranzukommen, wenn man nochmal ausweichen muss oder schleichen muss oder so, dann ist das furchtbar schwer mit den Fingern dran zu kommen und gleichzeitig Shift. Also ich kann nicht gleichzeitig Shift drücken und sowas. I've got you in my sights. Also das könnte ich mir eigentlich gleich mal speichern. Das speichere ich mir gleich. Das ist gut. Aber weswegen, eigentlich wollte ich was sagen. So, diejenigen, die bis zum Ende geguckt haben, da haben jetzt hier so ein Dingens. Der Vertrag zum Ausbau des Internets ist unterschrieben worden. Endlich, final. Das heißt, im September, Mitte September fangen sie an und bauen hier das Internet aus.
Geht bis nächstes Jahr im Sommer, das heißt, dann könnte ich streamen. Das könnte ich. Jawohl. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Streamen, so ein bisschen Overwatch streamen oder andere. Ich habe ja schon ich glaube, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich so ein paar Spiele schon rausgesucht habe. Wenn der getroffen hätte, ne? Dann wäre recht perfekt gewesen. Der letzte, der Feuerschlag. Ja. Können wir das auch mal spielen? Hab ich noch irgendwas Cooles? Gut, der ist nicht. Den habe ich nur gespeichert, weil es ein 4er-Kill war. Der war nicht so beeindruckend. Und das andere sind. Fahrer. Was habe ich denn da gemacht? Fahrer. Sind auch eher selten. Oh, glaube ich. Ja, das ist eine Rangliste. Ich hab vorhin eine Rangliste gespielt. Das ist ja seltsam. Und auch noch mit meinem Hauptcharakter sogar. Also mit dem Haupt-Sim-Highlight. Keine Ahnung. Da freue ich mich echt schon drauf. Zumal ich dann auch bessere Dings bekomme. Ach, das ist noch alte Sim. Die wollen sie ja buffen, die Symmetra, weil dieser Strahl, der braucht 3 Sekunden, um aufzuladen. Und der ist praktisch nutzlos. Also in den meisten Situationen. Das heißt, man feuert immer nur. Mit dem normalen Strahl. Ich habe damit ein bisschen getestet. Wenn ihr Lust habt, am Moment. Habe ich. EPM Training, Wall Riding. Das ist. Numbani. Übungsgefecht. Gilt nur Lucio? Nein. Ich möchte ganz genau. Das kriegen wir nicht hin, das müsste man wieder mit einem zweiten Mensch mal machen. Und zwar kann man den Teleporter, den wisst ihr von Symmetra, den kann man ja überall hinsetzen, um zu flankieren. Was ist ziemlich krass. Also die Pop-Spieler haben schon einige echt geile Flanken damit konstruiert. Aber man kann auch einige andere Sachen machen. Man kann dann mit Torbjörns Turret, einen Turm kann man verschieben. Das heißt, Torbjörn macht den Turm irgendwo hin und Symmetra macht dann ihren Teleport davor, also stellt sich praktisch hinter den Turret oder davor, je nachdem, und platziert dann den Turm, platziert dann den Teleporter irgendwo hin, und wenn der Teleporter, in dem Moment, wo der Teleporter sich aufbaut, teleportiert dieser Teleporter den Turm von Torbjörn dahin. Das ist ziemlich geil, damit kannst du einen Turmflank machen, ey. Das habe ich mit Benny ausprobiert. Das sind ein paar coole. Da kann man echt coole Sachen mitmachen. Das müsst ihr einmal ausprobieren, aber dann in schnell suchen wir einfach mal. Man kann auch das Rad von Junkrat kann auch durch den Teleporter durch. Das haben wir ausprobiert auf Volskaya Industries, da wo sie da immer da vorne im ersten Punkt, wo sie immer da in diesen typischen Ecke choken da mit dem Reinhardt-Schild. Da bohrst du einfach, der Junkrat versteckt sich einfach im Haus, im hinteren Haus, und du bohrst dann den Teleporter am Eingang hinter die, also in deren Rücken. Und dann fliegt der Reifen da durch, und wenn der Reifen durch ist, sofort explodieren, und dann war, die können ja nicht abschießen, dann sind alle tot. Das ist richtig geil, richtig geiles Ding. Das muss man mal ausprobieren. Und was kann man noch? Die Diva-Bombe kann man auch teleportieren. Das ist voll geil. Da muss man sich aber absprechen, weil die Diva-Bombe, sobald die Diva-Bombe, das heißt, man muss sofort die Diva-Bombe teleportieren, weil sonst klappt das nicht. Sonst der Teleporter dauert auch zu lange, um sich aufzubauen. Das heißt, man kann die Diva-Bombe irgendwo hin teleportieren. Dann irgendwann, man setzt die irgendwo hin, also gar nicht erst werfen, sondern irgendwo hinsetzen, alle rennen in einer Richtung. Und dann musst du als Symmetra musst du dann ungefähr vorausahnen, wo sie dann hinlaufen würden dann. Und dann einfach da in die Richtung dann teleportieren und bam, alle tot dann. Das ist auch sehr cool. Und was auch gut ist, du kannst die Türme von Symmetra kannst auch durch den Teleporter schicken. Das ist voll geil. Ja gut, und durchchargen kannst du auch. Du musst nur rechtzeitig dann die Taste für interagieren müsst ihr ja. Müsst ihr drücken. So. Ich hatte hier noch
Interagieren. F. Jawohl. Hallo. Bestätigen. G. Was war denn das, wo man... was war denn das, wo man sagt, ich möchte den Payload schieben und so. Ich weiß gar nicht, war das... Ist das bestätigen? Ich glaube ja. Dann würde ich das, glaube ich, sogar beides... Beides machen. Das muss ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Egal. Es sind, ja, es ist jetzt genug Zeit vergangen. Waren zwei coole Spiele. Wenn ihr Bock habt, mach ich das. Also, da habe ich echt Bock zu, weil das, du kannst, man kann das mal eben schnell machen. Zwei Spiele und dann kann man, vielleicht auch, könnte man auch im Voraus machen und so. Das, also, das geht eigentlich ganz gut. Das könnte man, das ist ganz cool. Ich habe hier. Ich habe eine Mücke zerschlagen, die Rentier. Einen Moment. Mücke weg. Die zuckt noch, die Mücke. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, entweder hier auf sehr wahrscheinlich dann auf YouTube wieder, vielleicht wenn es Neuigkeiten gibt, weil die Telekom möchte eine Webseite bauen für den Ausbau, sodass man gucken kann. Ich glaube, die wollen noch den Zeitplan und sowas alles wollen sie drauf packen. Dann kann ich vielleicht einen genaueren Zeitplan sagen, wann die hier fertig sind und ungefähr und sowieso. Und das wäre schon cool. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie sagen, okay, wir machen erstmal die langen Meterkabel, ne, also die, und, also erstmal die groben Sachen, die man schnell machen kann, die großen Sachen, das heißt, praktisch die Dörfer anschließen, wo noch keine Kabel sind, wo man da nichts friemeln muss, nichts frickeln muss, man muss keine großen Straßen oder sowas aufreißen, sondern einfach, wo man einfach nur durchjagt, durch den Boden. Und dann die Kabel anpasst. Ich hoffe ja, dass das passiert. Dann wäre ich nämlich relativ weit vorne. Wenn sie das anders entschließen, wenn sie sagen, okay, wir machen erst die Feinarbeiten, erst irgendwie die Dörfer, die hier zwar schon eine Anbindung haben oder so, oder keine Ahnung, oder wo sie nur eine Verlängerung legen müssen. Ich weiß es ja selber nicht genau. Dass die erst die Detailarbeit machen und dann das Grobe, aber ich glaube erst, dass sie das Grobe machen und dann die Detailarbeit. Wenn das passiert und wenn das so kommt, dann könnte es sein, dass ich sogar noch vor nächsten Sommer irgendwie dran komme. Aber das werden wir sehen. Ich kann nichts versprechen, aber ich freue mich echt schon drauf. Ja, ich freue mich da voll drauf, dann mal streamen zu können. Jawohl. Ich hätte ja auch mal angeboten, solche Wots zu machen über Twitch, aber das ist halt ewig, es dauert Ewigkeiten. Wenn ich dann, angenommen, ich möchte euch so einen Pseudo-Livestream anbieten, sagen wir, das ist so ein 4-Stunden mäßig einmal im Monat oder alle 2 Wochen oder so, es dauert immer Ewigkeiten abzulohnen. Für mich, mit meiner jetzigen Leitung. Das ist doof, vielleicht kann man das einmal im Monat machen, aber so Pseudo-Live ist auch doof. Könnte ich es auch auf YouTube hochladen. Dann könnte ich es immer wieder angucken. Also, ne. Ja. Wobei Twitch sich immer weiter ausbaut. Auch auf normale Videos. Ja, man kann also kann jetzt sagen, okay, das Video als Premiere kannst du richtig einplanen. Im Kalender alle benachrichtigen und dann alle das Video dann richtig angucken. Also das... Das wird, also Twitch entwickelt sich richtig gut, also was so das ist. Und ich bin fast im Überlegen, ob man da nicht so die Let's Play, also wenn ich jetzt Let's Plays machen würde, dass man die da nicht hochlädt. Das Problem ist, der Ton wird halt immer gecancelt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo Ton ist, von der irgendwie geschützt ist, GEMA-mäßig, dann wird der Ton halt, gemutet, also wird dann ausgeschaltet für die Zeit. Das Problem hatte ich, als ich die Videos von Life is Strange hochgeladen habe. Und das ist scheiße, das ist blöd. YouTube macht dann, sagt dann zwar, okay, da ist urheberrechtliche Musik drauf, aber du kannst es nicht monetarisieren, aber der Eigentümer der Musik kann es monetarisieren oder es können nur bestimmte Geräte zugucken. Das heißt, oft können auch nur Handys nicht zugucken, sondern nur PC und so.
Ist zwar semi-optimal, aber was willst du machen? Das geht, aber du hast wenigstens dann noch den Ton. Ja, im Livestream ist es anders. Da kann man Ton machen, wie man möchte, scheinbar. Naja. Gut, genug geredet. Auf geht es. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Ranked spielen. Ranked. Und, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Tschüss.